Gesinde zum Gruße, werte Zuhörer. Mein Name ist Felix Helius oder einfach Felix und ich habe mir heute zwei Gäste geschnappt, um etwas anderes zu machen, um wieder mal das Experiment, was wir schon mit die Augen der Marder gemacht haben, zu wiederholen. Wir spielen nämlich heute Der letzte Tyrann, ein Myranor-Solo-Abenteuer. Wie es dazu kommt, erzähle ich gleich. Jetzt dürfen Sie sich erst die anderen vorstellen. Frosty, wer bist du denn? Ja, hallo, ich bin Frosty und ich gehöre dazu. Schön, hallo Frosty. Hallo Daru, wer bist du? Hi, ich bin nur hier, wenn man mich zwingt. Ah ja, gut, ja, das kennen wir. Genau, ja, ich... Daru, hast du den Pulle Wein bereit? Heute nicht. Heute nicht. Ja, wir werden es wieder so machen wie beim letzten Mal. Wir spielen das Solo-Abenteuer, das ist jetzt ein wenig länger. Das hat statt den 16 Seiten beim letzten Mal 96 Seiten. Ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden, aber wir werden es versuchen. Ansonsten habe ich mir dieses Abenteuer eher aus Versehen als gewollt gekauft. Ich dachte eigentlich, ich kaufe ein Gruppenabenteuer und dann stellt sich heraus, ja, Felix kann nicht lesen. Ja, und deswegen spielen wir jetzt Der letzte Tyrann, machen es wie beim letzten Mal. Währenddessen werden wir so ein bisschen drüber reden, wie wir das Abenteuer so finden bis dahin. Also das Ganze auch noch währenddessen ein wenig rezensieren. Steht übrigens auch auf der ersten Seite, also auch auf der Titelseite. Ich weiß, ich sage ja, ich kann nicht lesen. Solo-Abenteuer für einen Helden. Aber ist okay, es sieht erstmal cool aus. Salz, streu noch ein bisschen Salz in die Wunde, danke. Dafür bin ich hier. Ja, genau. Aber zuallererst, was ist eigentlich Myranor? Frosty, erzähl uns doch mal, was Myranor so ist. Ja, weil du das nicht kannst. Myranor ist der Schwesterkontinent von Aventurien, liegt auf der westlichen Seite. Das heißt, wenn man sich irgendwo von Torval, vom Horasreich oder von den Dschungeln Meridianers abstößt in Richtung Westen segelt, am Effertwall vorbei, wie auch immer das vonstatten geht, das ist eine eigene Queste für sich, dann gelangt man irgendwann ins Güldenland nach Myranor, wie auch immer man es dann nennen mag, und da trifft man dann auf die verschiedensten Wesen, die sehr, ja, es ist eine sehr High-Fantasy-Welt, so sagt man doch ganz gerne. Es gibt mehr Magier, es gibt mehr andere nicht-menschliche Kreaturen. Also wir haben dann auf Aventurien die Elfen und die Zwerge und vielleicht auch ein paar Ochsen, Orks und Echsen, so rum. Aber ansonsten war es das ganz grob, wenn man mal die Goblins weglässt. Also wir haben immer so ein bisschen Gruppzeug. Und hier in einer High-Fantasy-Welt ist das... Mehr von allem. Und zwar gibt es mehr Magier, es gibt mehr Geweihte, es gibt andere Geweihte, sie haben einen anderen Status, man hat also nicht nur die normalen 12 Götter, sondern man betet hier die Oktade an, das sind dann 8 Götter, die auch ein bisschen verschieden aufgestellt sind, den einen oder anderen kennt man da auch, also so Raya beispielsweise kennt man, oder Leftan kennt man, Shinx hier jetzt, der auch neu aufgetaucht ist. Ja, viele verschiedene Götter, die wir da haben. Viele verschiedene Echsen, Wesen, Kreaturen. Wir haben riesige Panzerschreiter, auf denen man dann reiten kann. So Dune-Würmer, auf denen man dann noch Häuser bauen kann, die dann durch riesige, gigantische Wüsten ziehen. Wir haben Katzenmenschen, Panther, Löwen, Stiere. Alles, was ihr euch ausdenken könnt, irgendwie dafür gibt es dann auch Dinge, ja, Dinge, Regeln. Wir haben auch die Torwader, die nennen sich ja Wachjaldinger. Wir haben die Horasier, die nennen sich einfach auch, ja, unabhängig dann abhängig von welchem Horasiat sie denn entstammen. Einfach im Kaiserreich gibt es ganz viele verschiedene Horasiate, Balankantara, ja. Und ich glaube, den Rest müssen wir dann herausfinden, wenn wir spielen. Allgemein erinnert das Ganze ein wenig an das Römische Reich in, naja, nicht unbedingt seiner Hochphase. Ja, das ist auch so kommt auf die Region an. Also man kann auch nach Indien reisen, wenn man in den Tapura-Dschungeln ist, wo es dann vierarmige, sechsarmige Dinge und Kreaturen gibt. Man hat auch Eisenbahnen oder sowas, die dann von irgendwelchen riesigen Viechern gezogen werden. Man hat götterartige Spinnen, die man auch treffen kann. Also es gibt halt eine ganze Menge in diesem... Ja, in diesem Region. Menschen mit drei Augen. Ich glaube, Myranor ist vor allem einfach riesig. Also, wo DSA immer das Problem hat, dass es eigentlich viel zu klein ist für all das, was da im engen Raum passiert. Myranor ist deutlich größer. Ja, das haben wir auch schon festgestellt, als wir uns eben mal die Stadt angesehen haben, auf der wir oder in der wir heute spielen. Kurz zum Vergleich, Gareth als Hauptstadt des Reiches hat 200.000 Einwohner in der Hochphase. Stimmt. Und wir spielen in Sidor Demelias, beziehungsweise wie nennt sich das heute? Nur Demelias. Demelion heißt das Reich schon, oder?
Ja, und wie viele haben wir da? Wie viele Einwohner? Also das Wiki Aventurica sagt ungefähr 1 Million. Ja, damit habt ihr ganz grob mit der Zahl, was High Fantasy bedeutet. Das ist halt eine große Stadt in Myrano. Nicht die größte, das ist eine große Stadt. Ja. Naja, auf jeden Fall, lass uns anfangen, oder? Wer sind wir denn eigentlich? Daru, beschreib doch mal unseren Charakter. Eine sehr gute Frage. Unser Charakter scheint ein Hausdiener zu sein. Ach, das ist alles. Okay. Ja, sein Name ist Tychonis. Und er ist wohl hier in der Umgebung der Stadt aufgewachsen. Und scheint schon eine Weile hier zu sein oder hier in diesem Dienst zu sein, denn er hat sich in guten Rapport mit den anderen Dienern aufgebaut, also mit den Leibköchen und den Vorkostern und den Prügelknaben. Dem, womit man so arbeitet, mal. Also als offizielle Profession haben wir Streuner. Also ich glaube, das trifft dann ganz gut so als Dienstbote. Ja. Mal hier, mal Ansonsten, dort. wir haben ein Buch mit dabei, die 7 Daten des Herakulon, und an dem Namen von uns, an dem Namen von dem Buch, an dem Namen von der Stadt und der Umgebung wird, glaube ich, auch klar, dass wir uns dann in einem griechischen Setting befinden. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Es gibt hier eine etwas längere Einleitung, die ich euch jetzt vorlesen werde. Und danach können wir anfangen, Entscheidungen zu treffen. Na dann, auf geht's. Augenrollend legen sie die Schriftstücke beiseite. Literatur. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Spinnereien, Fantastereien, blanker Unsinn, mehr nicht. Ihr Blick schweift träge durch das mit dicken Teppichen behangene Schlafgemach des Palastes. Die Wände sind weiß gekalkt und glühen dunkelrot im Licht der Abendsonne. Der Geruch des ausklingenden Sommers erfüllt den Raum. Der Gedanke lässt sie nicht los. Also wirklich, was ist denn der Sinn dieser ganzen fantastischen Literatur? Man fragt sich doch zu Recht, wer eigentlich überhaupt die Zeit hat, diese komischen Geschichten zu schreiben. Haben die Leute sonst nichts zu tun? Ungnädig blicken sie im Raum umher und wittern Tändelei und Verschwendung. Am Ende noch direkt vor ihrer Nase. Sie nehmen sich also fest vor, in Kürze einige strenge Gesetze zu erlassen, die die schöngeistige Schriftstellerei betreffen. Und zwar als erste Amtshandlung, gleich nachdem sie die Geschäfte von ihrem Vorgänger übernommen haben. Für einen kurzen Moment weht ein Windhauch den Lärm der Arbeiter aus dem Palasthof an ihr prunkvoll ornamiertes Fenster. Emsige Handwerker bereiten dort seit Tagen die große Zeremonie vor, in der sie die Hauptrolle spielen werden. Wenn es wenigstens belehrende Sachtexte wären, die einen über eine bestimmte Angelegenheit kurz und präzise aufklären würden, so denken sie sich. Aber nein, das Volk liebt Heldengeschichten, und aus diesem Grund hat ihnen ihr Kammerdiener, der tattrige Alatheus, trotz ihrer abwehrenden Reaktion diese entsetzliche alte Schwarte aufgeschwatzt. Was lesen sie denn hier eigentlich? Abschätzig betrachten sie den Titel des Werkes. Ach richtig. Die 7 Taten des Herakulon. Eine Geschichte, in der ein von den Göttern erwählter Held seine Tauglichkeit beweist, indem er verschiedene Aufgaben meistert. Was für ein Quatsch. Man braucht wahrlich kein durchstudierter Magier aus Xaxaron zu sein, um zu erkennen, weshalb das Volk von Demelion so besessen ist von diesen Heldengeschichten. Die Götter haben den Menschen ihren Platz in der Welt klipp und klar zugewiesen, sei es als Arbeiter, als einfacher Soldat oder als Sklave. Leider ist das Volk einfältig und verführbar, und so maßt es sich in seiner Beschränktheit insgeheim den Wunsch an, herrschen zu wollen, anstatt Untertanen zu sein. Denn nichts anderes verheißen diese öden Märchenbücher, die im Land durch alle Hände wandern. Erschlage den wilden Eber von Dorinthapolis und werde dadurch zum Honoraten. Bezwinge die kirishitische Hirschkuh und erhöhe dich dadurch zum Optimaten. Misse die Stelle von Auguren aus und erhebe dich dadurch schlussendlich zum Horas. Wie lächerlich diese Vorstellungen sind und wie armselig. Eber jagen, Hirsche fangen, Ställe ausmisten. Ja, so träumt sich der einfache Mann vom Land die Qualifikation für die höchsten Ehrenämter. Da hätte er gute Chancen. Echte Herrscher werden aber von den Göttern selbst in Amt und Würden gesetzt. Das weiß auch der amtierende Monarch von Forcadontes. Dieser Mann ist ihr Vorgänger, der nun bald jeden Moment die Welt der Lebenden verlassen wird. Er legt sich da nieder, der Gute, und zählt seine letzten Stunden. Vielleicht sollte man ihm einen mitleidigen Besuch abstatten. Ach, wozu auch? Er ist und bleibt eine tragische Figur. Mag er den von ihm persönlich ausgewählten Nachfolger auch über lange Jahre hinweg behutsam aufgebaut und sorgfältig auf seine Pflichten vorbereitet haben, so war seine Entscheidung, auf den Ratschlag des Sehers hin auf ein göttliches Orakel zu vertrauen, doch eine durchaus richtig glückliche. Nicht unbedingt für ihn, natürlich. Was war das für ein herrlicher Anblick auf dem großen Fest der Mantiker? Wie ihm das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand, als die Sibyllen auf Geheiß des Sehers ihre Weissagung offenbarten. Viele Gelehrte von nah und fern waren anwesend, tapfere Krieger aus den umliegenden Städten, alteingesessene Aristokraten. Alle wurden Zeuge, wie sich sein Wunsch wider Erwarten nicht erfüllte und der designierte Nachfolger leer ausging.
Als der Tanz der Wahrsagerin und Sibyllen zu einem wilden Taumel wurde, als deren Singsang in Geschrei umschlug, als die Wolken der Rauchschalen so schwer auf dem Palastplatz lagen, dass das Atmen kaum möglich war, da senkte sich wie gewünscht die leuchtende Areole aus dem Nichts herab und kürte, den Willen der Götter verkündend, den neuen Adoptivsohn des Monarchen. Allerdings handelte es sich dabei um eine vorher unbekannte Person aus der Zuschauermenge und nicht um den eigentlich erwünschten Kandidaten. Nun, an den Ausgang der Geschichte können Sie sich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Zu oft wurde sie Ihnen in Ihrer Gegenwart zahlreichen ungläubigen Zuhörern dargelegt. Und Sie waren ja auch eher zufällig auf dem Orakelfest unter all dem hohen Volk, in dem ganzen Festgeschehen, das Sie in seiner Tragweite auch nicht richtig durchschaut hatten. Und hätte Sie der gutlaunige Gardist am Vortag nicht einfach so in den Palast gelassen, dann wäre alles vielleicht ganz anders verlaufen. Wie dem auch sei. Sie füllten also gerade Ihren Kelch mit einem weiteren großzügigen Schluck. Es wäre auch wirklich sehr verführerisch, niemand schien sich darum zu scheren, keiner verlangte Bezahlung, als der ganze Trubel um sie herum mit einem Mal verstummte. Und jeder Edelmann von Malitron bis Verovias glotzte sie unglaublich an. Sie waren plötzlich das Zentrum der Aufmerksamkeit, denn die Aureole, die den Nachfolger des Monarchen bestimmen sollte, senkte sich und umkränzte ausgerechnet ihr Haupt. Ja, ihr eigenes Haupt. Und während sie noch bange die Blicke der Umstehenden ertrugen und sich an ihrem Getränk festhielten, sprach der Seher, der das Ritual der Sibyllen anleitete, auch schon die traditionellen Worte der Inauguration. Von dieser Sekunde an waren sie der designierte Herrscher über das Land. Und ist das Leben auch sonst voller Wirrnisse, in dieser Hinsicht sind sie sich jedenfalls völlig sicher. Das ist die einzig richtige Art und Weise, wie man zum zukünftigen König gewählt werden kann. Dieses ganze Geschreibsel hingegen, diese Geschichten von Herakulon und seinen Abenteuern, ganz allgemein die gesamte fantastische Literatur. Das hingegen ist nur Unsinn, das letztlich die Leser verdummt. Ja, das musste endlich einmal auf den Punkt gebracht werden, denken sie sich und spülen ihren Zorn auf alles Fiktive mit einem tüchtigen Schluck Einhornsaft herunter. Köstlich dieses Zeug und teuer, aber was soll's. Wen die Götter persönlich erwählt haben, der braucht nicht leben wie ein Bettler. Die Himmlischen werden ihm seine Zukunft schon offenbaren und alle schweren Entscheidungen werden durch Orakel erleichtert werden. So funktioniert das. Jede geringere Erwartung wäre geradezu blasphemisch. Diese eher laxe Einstellung hat sie bislang auch recht bequem begleitet. Die vergangenen Wochen und Monate waren alles in allem äußerst komfortabel. Dabei gab es, das müssen sie zugeben, durchaus energische Versuche, ihnen das Handwerk eines Regenten näher zu bringen. Sehen wir uns einmal an, was hängen geblieben ist. Lesen Sie weiter bei Abschnitt 1. Ja, das war ja eine ziemlich lange Einleitung. Ja, Einhornsaft. Einhornsaft. Ist der aus Einhörnern gemacht oder kommt der aus Einhörnern raus? Oder heißt der nur so? Das frage ich mich auch gerade. Das sind die drei Möglichkeiten. Okay, wir sind also der SO1-Streuner, der versehentlich in den Job reingestolpert ist. Ja, aber, so sieht's aus. Hinweis für Daru, es gibt hier richtig viele Gräume. Das ist gut. Ich habe gerade festgelegt, wir mögen Gräume. Okay, wir mögen also Gräume. Die haben auch Alarmanlagen. Ich habe eine Bank überfallen. Wir finden die putzig und die sind immer so nett zu uns. Wir wissen gar nicht, was der ganze Hass soll. Ja, die sind immer so freundlich und wollen uns nette Sachen anbieten. Wir haben natürlich das Geld dafür. Die haben immer ganz interessante Sachen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall sind wir ziemliches Arschloch eigentlich. Ach, naja. Ey, also wer das Fantastische gerade verdammt, der kann mich mal. Ich kenne da eine Germanistin, die hätte da sehr starke Meinungen zu. Ja, das wäre schön, wenn diese Germanistin hier wäre, oder? Sie waren ja zu Recht fest überzeugt davon, dass ihnen die nötige Einsicht in Bezug auf die Regierungsgeschäfte nach dem Ratschluss der allweisen Götter schon noch von selbst zufliegen würden. Und das haben sie den armen Lehrmeistern gegenüber auch recht deutlich gemacht, die nur ungern in der großen Grube unter dem Palast enden wollten, wenn sie ihre Belästigung nicht unterließen. Tja, das geht einem aber auch leicht über die Lippen, nur hat es diese alten Leute eine ganz üble Bewandtnis. Man lernt von ihnen. Und ob man will oder nicht, gewisse Dinge bleiben einfach hängen. Oft hat sie das Gestammel der hinter ihnen japsenden Greise noch bis in den Schlaf verfolgt. Was ist denn hängen geblieben? Weiter bei Abschnitt 16. Mit unguten Gefühlen erinnern Sie sich an den theoretischen Unterricht. Sie haben es als erheblichen Anschlag auf Ihre Freiheitszeit empfunden, dass man Sie in folgenden Themen belästigt hat, die bereits vom Namen her abschreckend klingen. Von der eminenten Wichtigkeit einer soliden Finanzverwaltung. Hier ist eine Feder in der Klammer, da steht da 38 hinter? Ja, so ja, das weiter zu 38, zu 31. Hier steht A31. Ich glaube, das ist Anhang. Ja, aber es gibt nicht 99 Anhänger. Ich glaube, das ist einfach die Nummer.
Nee, das ist warte Abschnitt. Mal hier, warte mal, hier oben steht was. Abschnitt, ja. Also ein kleines Schreibfedersymbol zeigt Ihnen, welche Informationen Sie sich notieren sollten. Wenn Sie zum Beispiel folgende Signatur Schreibfeder und daneben den kursiven Code A371, dann ist es angeraten, sich diesen, sofern im entsprechenden Abschnitt nicht anderes angesagt wird, im Anhang auf Seite 95 aufzuschreiben. Ah, okay, ja. Mhm. Also wir haben dann die 31. Wenn später das mit einem Fragezeichen abgefragt wird, darf man sich für diese Handlung nur entscheiden, wenn man sich das aufgeschrieben hat. Ja, ich schreibe das gerade mal alles auf. 31, 56 und 71. Und 99. Ja, dann lies mal weiter. Hier ging es um verschiedene Arten der Erhebung von Steuern und um die Gefahren des Münzbetrugs, von denen eindringlich gewarnt wurde. Eine Zeit lang haben sie mal kräftig in alle ihre Aureale gebissen, um deren Goldgehalt zu prüfen. Das ist ihm im Nachhinein ein wenig peinlich. Das Heer der Bürokraten und die Wunder der Bürokratie. Hier hat man versucht, ihn die Verwaltungsapparat des Königreichs näher zu bringen. Sie haben sich anschließend fest vorgenommen, bei erster Gelegenheit alle Türen und Fenster der Palastkanzlei einfach zumauern zu lassen. Auf diese Weise erhalten sie verschmachtend die einmalige Gelegenheit, ihre Selbstverwaltungsfähigkeit zu perfektionieren. Von der Art der Rechtsprechung, die einem gerechten Fürsten geziemt. Hier müssen sie zugeben, dass diese bleiernen Vorträge ihr Weltbild gehörig ins Wanken gebracht haben. Vielleicht ist eine kalte, rechtfertigungsfreie Tyrannei, die knietief im Blut der juristischen Antragsteller wartet, doch gar nicht so schlecht, wie das der einfache Mann von der Straße immer vermutet. Nun, die Gelegenheit, dies zu überprüfen, wird sich früher oder später ergeben. Historia Monumenta Demeliae, die Geschichte des Horasiats. Endlose Reihen von Dynastien, Jahreszahlen, Kriegen und Völkern, die umherwandern. Ein Herrscher, wie ist er noch gleich, ist 2 Tage nach seiner Krönung an einem lächerlichen Apfelstückchen erstickt. Das ist ihnen im Gedächtnis geblieben. Ja, sie ist rätselhaft, die Geschichte. Und entsetzlich dröge. Bitte wählen Sie ein bestimmtes Thema aus den Vieren aus, dem sie trotz allem nicht entgehen konnten. Und notieren Sie sich entsprechend das dort genannte Symbol. So, worauf haben wir denn Lust? Finanzverwaltung, Bürokratie, Rechtsprechung oder Geschichte? Ich bin für Rechtsprechung oder Bürokratie. Rechtsprechung ist geil. Dann Rechtsprechung. 71, das heißt, das andere dürfen wir uns nicht notieren? Scheinbar nicht. Gut, dann nehmen wir nur die 71. Das dreifache Pochen des Zeremonialstabs, der auf den Boden knallt, reißt aus ihren Gedanken und gibt ihnen zu erkennen, dass jemand in ihr Gemach eingetreten ist, der sie sprechen möchte. Weiter bei Abschnitt 32. 32. Eure Exzellenz, beginnt der Diener und hält den Blick dabei auf den Boden gerichtet, wie es gute Sitte ist. Mit Verlaub, der Seher wünscht euch zu sprechen. An der Türschwelle steht der arme Kerl, der eigentlich dazu auserwählt war, der neue König zu sein. Wie hieß er noch gleich? Epigonos? Egal, wen kümmert's. Ja, sie waren großmütig, ihm einen Posten als Kammerdiener anzubieten. So kann er wenigstens den Glanz des Herrscherhauses von Forcadontes aus der Nähe bewundern. Das ist besser als nichts. Ein klein bisschen kann er einem leid tun, wie er so vor ihnen steht und seine Dienstfertigkeit unter Beweis stellen muss. Ihm steht die schlichte Toga des Dieners nicht gut. Sie haben ihm trotzdem einen Gefallen getan, denn das Leben außerhalb der Palastmauern ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Sie stecken sich die Texte an ihren Gürtel und machen sich auf den Weg. Der Seher scheint Wert darauf zu legen, dass sie die 7 Taten des Herakulon studieren. Seufzend nehmen sie sich vor, von jedem Kapitel wenigstens die erste Seite zu überfliegen, sobald sie eben eine Gelegenheit ergibt. Ihr Vorgänger führt sie durch die Gänge des Palastes. Diese sind erstaunlich weitläufig und sie haben bisher erst einen kleinen Teil der Anlage persönlich erkundet. Wie viele Kammern und Säle mag es geben, die ihnen noch völlig unbekannt sind? Sie fühlen sich seltsam erleichtert, als sie einen Raum wiedererkennen, der von Heldenstatuen gesäumt ist. An diesen sind sie schon oft vorübergeschritten und haben eine Zeit lang versucht zu erraten, wen die einzelnen Figuren wohl darstellen sollen. Der wackere imperiale Soldat bildet wohl einen siegreichen Kämpfer dar, das ist klar. Soldat Primos, der ganz besonders kräftige, wie er Anno Horas nach der Schlacht von irgendwo Polis heimkehrte. Wirklich nicht schwer zu erraten. Aber wen soll der schüttergelockte Greis darstellen, der gebückt über einer Unzahl von Schriftrollen brütet? Eine weitere Figur mit sehr dünnen Beinen erinnert sie vage an einen Ausrufer. Und das soll ein Held sein? Sie runzeln die Stirn und machen sich rasch eine gedankliche Notiz. Sobald sie hier die Ruder in der Hand haben, soll sich die Kunst allein auf Dinge beschränken, die den Betrachter in keinster Weise verwirren. Denn was soll das Ganze sonst? Links und rechts des Ausganges stehen 2 Frauenbildnisse, um deren Beine sich steinerne Schlangen winden.
Von beiden breiten sich die steinerne Kaldaunen aus, die Innereien von geweihten Tieren, aus denen die Sibyllen die Zukunft lesen können. Die Blicke der vier leblosen Augen scheinen sie bei ihrem Weg durch den Raum zu verfolgen. Sie eilen durch den Ausgang und ärgern sich über eine Gänsehaut, die ihnen den Rücken hinabschleicht. Weiter bei der 83. Wie hieß ihr Führer doch gleich? Epikuros? Epogenios? Fast mache sie zornig, dass sie seinen Namen nicht kennen. Ist das nicht etwas anmaßend von ihm? Möchten Sie dennoch das ungemütliche Schweigen brechen, mit dem Sie Ihr Führer durch die Gänge führt? Sie könnten zu ihm sagen, dass Sie auch in Zukunft gut auf ihn Acht geben werden und dass es ihm trotz seines unglücklichen Schicksals nicht mangeln soll? Oder möchten Sie ihn fragen, wie er sich in seiner neuen Rolle fühlt? Wenn Sie der Meinung sind, dass es ihm besser anstehe, etwas aus Distanz zur Person zu wahren, an deren Stelle Sie schon bald herrschen werden, dann können Sie auch schweigen. Vielleicht fängt ihr die Nähe von sich aus an zu sprechen. Also ich bin dafür, dass wir schweigen. Ja. Und wenn er uns anspricht, dann schneiden wir ihm die Zunge raus. Auch ja, wenn er der eigentliche König ist. Ja, gerade erst dann. Man muss ja ordentlich dafür sorgen. Es klingt wie etwas, was wir tun würden, ja. Also schweigen wir ihn an. Das ist schrecklich. Sie folgen ihrem Diener in eine Kammer, die von einer wuchtigen Statue dominiert wird. Hier brauchen sie nicht lange zu rätseln, um wen es sich handelt. Es ist der große Held Herakulon, der in all seiner Pracht in weißen Stein gehauen ist. Sie wundern sich, dass der muskulöse Hero auch noch so überbordend mit zauberhafter Ausrüstung ausgestattet ist. Macht einen das unter dem Strich nicht weniger heldenhaft? Im Vorübergehen versuchen sie, einzelne Stücke zu identifizieren. Eine mächtige Keule, ein Löwenumhang, ein Köcher mit vergifteten Pfeilen und vieles mehr. Der Helm konnte Herakulon unsichtbar machen. Das hatte sie sich gemerkt. Denn sie hatten noch darüber nachgedacht, ob seine Ausrüstung dann ebenfalls unsichtbar wird. Wenn das Schwert unsichtbar würde, das er in der Hand hielt, würde dann auch noch ein Becher Wein unsichtbar? Würde ein Burgtor unsichtbar werden, wenn er es berührte? Fragen über Fragen. Klingt sehr nach Herkules. Ja, aber wirklich. Ich meine, der Name hat schon angedeutet, aber... Ich habe gesagt, du meinst natürlich Herakulon, der ganz und gar nicht geklaut ist. Herakulon, der ganz und gar nicht geklaute. So wird man ihn kennen. Daro, willst du weitermachen? Ich dachte, du machst weiter. Okay, dann mache ich weiter. Die nächste Kammer ist voll steinerner Kreaturen, die möglicherweise den Landmann ängstigen sollen. Ein großer Keiler, ein großer Löwe, eine große Hirschkuh. Albtraumwelten von Mägden und Knechten quasi. Dazu irgendwelche komischen Vögel mit sehr spitzen Federn. Sie seufzen. Ist das der Horizont des demelischen Volkes? Ängstigt es sich vor Vögeln? Vielleicht überschätzen sie ihre Untertanen gewaltig. Es wird höchste Zeit, dass mit harter Hand durchgegriffen wird und all diese Flausen ein Ende finden. Sie bewegen sich an einer Schale vorbei, in der man für gewöhnlich kleine Geldspenden an die Götter platziert. Bestimmt erfleht man dadurch den Schutz vor Hirschkühen oder dergleichen. Sie rollen mit den Augen. Bei allen himmlischen, andere Teile der Welt sind zivilisiert. Und sie müssen ausgerechnet hiermit Vorlieb nehmen. In einer ihrer Gürteltaschen spüren sie das Gewicht eines einsamen Agentals. Entscheiden sie, ob sie im Vorübergehen auf das Spendenschälchen flippen, bevor sie ansonsten ohne jede Verzögerung den Raum verlassen? Ja, Agental ist einfach ein Silber und Aureal ist eine Dukate. Ach, Agental, das ist doch viel zu niedrig für uns in die Schale damit, würde ich sagen. Ich bin auch gerade ganz froh, dass wir uns keinen Helden gebaut haben, wie das ja auch möglich wäre, sondern dass wir uns den hinten vorgeschlagenen Helden genommen haben. Yep. Ich glaube, das fühlte sich sonst sehr komisch an. Ja, stell dir vor, du willst irgendwie so einen gerechten Streiter für das Gute kämpfen und dann kommt so ein Text. Das ist schon sehr... Ja, das ist ein Solo-Abenteuer. Ja, aber es soll sich auch irgendwie eignen für alle Helden und keine Ahnung, du hast irgendwie so einen aufrechten Leonir gebaut, so einen Rondra-Streiter und dann hast du diesen König versklavt, den ehemaligen und bist das jetzt selber und übelst arrogant. Wir haben ihn nicht versklavt, wir haben ihn gutmütig, wie wir sind, eine Arbeit gegeben. Du bist ein übelst arroganter Penner, ey. Ich kann an meiner Charaktere war jemals was anderes, von daher kann ich deine Kritik nicht nachvollziehen. Vor allem bin ich auch gerade ganz dankbar, dass Daro mitspielt, der ist nämlich so ein arroganter Mistkerl. Jedenfalls, ich denke, Solo-Abenteuer sollten gar keine Eigencharaktere zulassen. Das verwässert das Ganze doch nur, weil dann musst du genau, wie du es gerade sagst, darauf achten, Dinge nicht so zu schreiben, dass es irgendwie den Charakter einvalidiert. Das ist doch der Hinriss. Ja. Dann sollte man das aber vielleicht ein wenig... Wie ist es denn bei 5? Also bei dem roten Schlechter hatten wir ja einen. Da hätten wir aber auch jeden anderen spielen können. Das ginge. Bei Vampir von Havena kann ich mich erinnern, dass das auch relativ neutral geschrieben war. Also da Du hattest, glaube ich, noch ein Myrano-Abenteuer, wo du Padonna gespielt hast, ne? Ja, genau. War das Blaue Augen? Hatten wir auch einen? Da waren wir Sultan Hasrabal. Genau.
wie es bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Es gibt noch eine richtig gute, wo ist denn das? Bei Andergast ist das, glaube ich, irgendwo Rückkehr zur Schwarzen Eiche oder so? Heißt das so? Da gibt es drei Stück von. Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Die sind sogar ziemlich gut, vor allem die letzten beiden. Das erste war so ein bisschen, wir finden uns noch, und danach wurde es echt gut. Ja. Es gibt ja noch das Geheimnis der Zauberer oder so ähnlich. Das ist das dritte Solo-Abenteuer aus DSA 5 Zeiten. Ja, stimmt. Das habe ich auch. Und da spielst du eine Eleve, ne? Genau, da ist man eine Eleve. Aber ich glaube, es ist, bis auf die Akademie, ist es relativ offen, wie man so da ist. Ich habe das leider nicht gespielt, also kann ich da nicht so viel zu sagen. Warte mal. Geld spenden jetzt an die Götter. An welche Götter denn? Steht das hier? Nee, ne? Nö, alle. Ich glaub, es ist einfach. Also, ja. Also in Myranor werden die Götter echt nicht hochgehalten, ne? Die gibt es zwar, aber das ist ein ganz anderes Verhältnis. Ja, aber warum sollten wir uns mit einem Silber in unserer Tasche abfinden? Das ist unter unserem Stand. Also ich bin dagegen, dass wir das spenden. Es ist nicht, unser einziger Silber. Nicht, das ist richtig. Aber wir haben doch gerade noch gelernt, dass wir die Staatsfinanzen zusammenhalten müssen. Du hast recht. Okay. Also geht es bei Abschnitt 19 weiter. Ohne Verzögerung den Raum verlassen, genau. Die Verzögerung ist es nicht wert. 19. Eine niedliche kleine Zierchimäre erregt ihre Aufmerksamkeit, während sie ihrem Begleiter durch mehr und immer mehr Palastgänge folgen. Ja, du opferst ein Silberstück an die Götter und gehst dann an einer Chimäre vorbei. Was kann ich dafür, dass deine Götter lame sind? Wie putzig diese von Menschenhand erschaffenen Kreaturen noch sind. Das Exemplar, das ihnen gerade um die Füße streicht, besitzt das Äußere eines Häschens, hat ein flauschiges, fuchsrotes Fell. Es rollt drollig mit den Augen und bettelt sie um Nahrung an. Oder um Zuneigung? Und versucht tapsig mit ihnen Schritt zu halten. Als sie eine unbeholfene Bewegung sehen, können sie sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wie niedlich, wie possierlich. Und da sage noch einer, die magischen Wissenschaften brächten nur Unheil. Als sie den kleinen gelbroten Schnabel der künstlichen Kreatur erkennen, der sich an der Stelle befindet, an der normalerweise ein Hasenmäulchen sein müsste, sind sie bass erstaunt. Bass erstaunt? Egal. Kann es denn möglich sein, dass dieses Tierchen... Ja, es kann! Das kleine Hühnerhäschen, dieser Name muss fürs Erste genügen, bis sie sich mit dem ruhigen Moment einen besseren überlegt haben, beginnt einen klaren, klingenden Vogelgesang anzustimmen. Sie können es nicht fassen. Das Gezwitscher ist von einer Leichtigkeit, Klarheit und Heiterkeit, wie sie es nicht für möglich gehalten hätten. Einen Herzschlag lang sind sie tief berührt. Wie gerne würden sie mit ihrem Begleiter nur ein paar Worte wechseln. Aber der hält mit einem ausdruckslosen Blick eine Tür geöffnet, die so schwer ist, dass er sich dagegen stemmen muss. Was geht in diesen Burschen bloß vor? Sie seufzen. Weiter bei Abschnitt 86. Ihr das Begleiter. Sieht man auch ganz gut, was so die Unterschiede zwischen Myranor und Aventurien sind. So, ja. Chimäre, die einfach mal so in einem Palast sitzt, ist jetzt relativ unwahrscheinlich in Aventurien anzutreffen. Zumindest also so als Mehrhammer aus Leidenschaft kann ich diese Anstellung wieder nicht nachvollziehen. Da würde ich mir aber eher einen Golem bauen, keine Chimäre. Kommt auf den Turm an. Kann ja da nicht zwitschern. Kommt auf die Jahreszahl an. Kommt auf die Tiere an. Warum kann das nicht zwitschern? Ihr Begleiter murmelt etwas davon, dass hier einige Kleider bereit lägen, die und es angemessen wäre, wenn sie sich für ihr Treffen mit dem Seher noch rasch umzögen. Es sei denn, sie wollen auch wichtige Honorationen der Stadt an. Es seien dann wohl auch wichtige Honoratoren der Stadt anwesend. Wenn möglich, so solle dies ein guter Eindruck gemacht sein. Sie zucken die Achseln. Sobald sie erst einmal Regierungsgeschäfte übernommen haben, ziehen sie sich an, wie sie es wollen. Sie können ihren Blick nicht von dem Hühnerhäschen ablassen, das weiterhin um ihre Füße wuselt. Doch Vorsicht, die schwere Tür ist für das kleine Tierchen nicht ungefährlich und es könnte es leicht zerquetschen. Wollen Sie rasch über die Schwelle schieben oder noch ein Weilchen bei Ihnen bleibt? Weiter bei Abschnitt 9. Oder lassen Sie den fürstlichen Hausrat nun Hausrat sein und auch wenn er zufälligerweise lebt und pfeifen kann, schließlich erwarten Sie wichtige Geschäfte. Das Tierchen bleibt draußen. Also mitnehmen oder da lassen? Putzige kleine Tierchen nehmen wir doch wohl mit. Warum? Ist unter unserer Würde. Ja, aber es ist putzig. Ich bin dafür, wir sind ein Arschloch. Ja, aber Daro und ich sagen, es ist putzig und wir wollen es haben, oder? Sind wir ein so großes Arschloch? Na klar. Ich weiß nicht, ich denke, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Wegen den Finanzen? Nein, weil es offensichtlich das einzig fröhlich dreinblickende Tier im ganzen Haus ist. Dem einzigen Tier, dem wir vertrauen können. Ganz genau.
Die schwere Tür fällt hinter ihnen erstaunlich heftig ins Schloss. Gut, dass sie auf Hühnerhäschen Acht gegeben haben. Notiert euch B11. Weiter bei Abschnitt 42. Moment. Ich glaube, das wird zerquetscht worden. Welche Seite sind wir jetzt? 9, ne? Wir sind jetzt auf 9 und wir sollen uns B11 notieren. Ja, B11. Und die A71 haben wir. Müssen wir weitermachen bei der 42. Wollen wir mal kurz nachschauen, ob das kleine Viech zerquetscht worden wäre? Nein, das ist geschummelt. Wir können nicht zurückspulen. Ich will nicht zurückspulen. Du hast es im Inventar. Sie versuchen sich im dämmerigen Raum zu orientieren. Das fällt ihnen nicht leicht. Eine brennende Wachskerze ist die einzige Lichtquelle. Und nirgendwo sehen sie irgendwelche... 42 möglich? 42. Ja. Nirgends sehen sie irgendwelche 42. Gewänder. Dieser Raum sieht überhaupt nicht aus wie eine Umkleidekammer. Sie halten hin und vergewissern sich. Ja, in ihnen gibt es nicht nur nichts Fürstliches. Nein, es gibt sogar praktisch überhaupt nichts. Die Wände sind kahl und sie stehen eng beieinander. Wenn sie sich festlegen müssten, dann würden sie vermuten... Dieser Raum ist eine Zelle. Hinter ihnen rasselt ein Schlüssel im Schloss. Ein dumpfes Knirschen rührt von dem Riegel her, der die Tür zusätzlich von außen verschließt. Tief aus ihrem Unterbewusstsein bricht ein Gedanke hervor und füllt mit einem Mal ihre ganze Welt aus. Der Gedanke überwältigt sie. Es ist der Gedanke an den eigenen Tod. Sie schwanken. Bei allen Göttern, was geht hier vor sich? Sie wollten sich schon mit lautem Rufen Gehör verschaffen. Dort eröffnet sich in der Tür bereits eine schmale Luke, gerade groß genug, dass sie die Augen ihres Begleiters erkennen können. Zeit gerinnt. Es scheint, als gäbe es nichts mehr außer der hellen Öffnung in der dunklen Tür und dahinter ein Augenpaar. Sie und ihr Gegenüber schweigen lange. Ihr Herz schlägt, als würden Giganten in ihrer Brust wilde Hiebe verteilen. In ihnen wächst die vernichtende Gewissheit, dass ihnen Worte nun nicht mehr helfen können. Sie hören die Schweißtropfen in der Dunkelheit auf dem Boden zerplatzen. Es sind ihre eigenen. Sie haben in ihrem Leben noch niemals vergessen, Atem zu schöpfen. Und doch müssen sie sich nun mit aller Kraft dazu zwingen. Denn über allem liegt eine bittere Gewissheit. Sie sind in eine Falle gegangen. Dies ist der Ort, an dem sie sterben werden. Weiter bei Abschnitt 70. Ich bin sehr froh, dass das echt dieser fertige Charakter ist, ne? Ja. Oh Gott, ey, wie ich mich da schämen würde, wenn ich da jetzt irgendwie einen eigenen Charakter eingeführt hätte. Die ich mit Liebe gebaut hätte über, weiß ich nicht, eine Stunde. Ihnen wird schlagartig klar, was es zwischen ihnen beiden steht. Ihr Gegenüber hat ihretwegen seine goldene Zukunft verloren. Schrecklich ruhig und bedächtig klingt es, als ihr Begleiter zu sprechen beginnt. Ihr hättet ein Herrscher sein können. Alles war euch bereitet. Sie können nicht sagen, ob der bittere Täuschung der bodenlosen Geringschätzung in seiner Stimmung mischt. Wer vor den Göttern aller vom Orakel erwählt wird, dem wird das größte Glück auf Erden in den Schoß gelegt. Aber das wissen sie alles. Worauf will der Mann hinaus? Und doch, spricht er weiter, habt ihr euch als unwürdig erwiesen. Ihr habt euch um nichts gekümmert. Ihr habt nichts gelernt. Ihr wisst nichts. Ihr könnt nichts. Ihr seid ganz Demelion, die Person, die am wenigsten zum Herrschen geeignet ist. Alle, wirklich alle haben dies mitbekommen. Alle außer ihr. So unglaublich ungeeignet seid ihr. Jedes dieser Worte trifft wie eine Ohrfeige. Ihr kennt eure Feinde nicht. Ihr kennt die Feinde des Landes nicht. Ihr kennt euch in eurem eigenen Palast nicht aus. Das Land sehnt sich bitter nach einem echten Helden. Trotz der Dunkelheit ziehen sie den Kopf ein, denn sie wissen, was ihnen nun vorgehalten wird. Sie wissen auch, dass der Vorwurf der bitteren Wahrheit entspricht. Ja, ich würde sagen, es ist gerechtfertigt. Ja. Ist natürlich vollkommen hanebüchen herbeigezogen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Stimme, mit der du gerade den Berater oder den Diener sprichst, unsere eigene sein könnte oder müsste. Naja, Abschnitt 36. Ihr seid faul, dumm und hilflos. Ihr seid ohne jeden Wert. Ihr seid eine Blamage für das ganze Land. Ihr seid das genaue Gegenteil eines Helden. Sie können kaum einen klaren Gedanken fassen. Todesangst rast durch ihren Schädel. Sie vermischt sich mit den Vorwürfen ihres Peinigers zu einem dumpfen, panischen Drang. Sie möchten Gründe zu ihrer Rechtfertigung, zu ihrer Verteidigung vorbringen. Links und rechts fühlen sie die kalten Wände, wie nahe diese ihnen sind, wie eng ihre Todeszelle ist. Sie bringen keine Worte über die Zunge und wie durch einen Zauber spricht ihr Gegenüber genau aus, was sie wahr gedenken. Das Orakel irrt sich nie. Es wurde auch geweissagt, dass ihr das Zeug zum größten aller Helden habt. Wir haben beschlossen, dass ihr eine Chance haben sollt, euren Heldenmut zu beweisen und der Weissagung eures Schicksals zu entsprechen.
der Ecke eurer Zelle findet ihr einen Becher voll mit dem Saft der Schierlingspflanze. Es ist normalerweise denjenigen vorbehalten, denen man die Gnade des Todes von eigener Hand gewähren will. Aufrechten Aufrührern, unbeugsamen Heretikern, selbstmörderischen Philosophen, heldenhaften Männern, die hauptsächlich das Pech hatten, die falsche Seite zu wählen. Ihr erhaltet auf diese Weise die Möglichkeit, aus eigener Kraft heldenhaft aus dem Leben zu treten. Man könnte sagen, dass es sich dabei um die größte aller Heldentaten handelt. Ihnen graust, als sie die kalte Rationalität dieses Arrangements begreifen. So tut nun wenigstens einmal in eurem Leben etwas Mutiges. Während sich die Luke verdunkelt, überlegen sie fieberhaft, was sie nun tun sollen. Sie ringen um Fassung. Nach einigen Augenblicken wird ihr Herzschlag spürbar ruhiger und sie gewinnen die Kontrolle über sich zurück. Da sind die Wände nach wie vor allzu nah, aber sie reißen sich zusammen und kämpfen alle Angstgefühle fürs Erste nieder, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Zunächst überprüfen sie ihre Habseligkeiten. Neben ihrer Tunika und ihren Sandalen, die sie am Leib tragen, besitzen sie ihre Schriften über Herakulon, ihren prunkvollen Gürtel, in dem sich Halbedelsteine von einigem Wert befinden. In ihrer Zelle selbst befindet sich ein grob gezimmerter Schemel, auf dem ein Becher steht, der mit einer säuerlich riechenden Flüssigkeit gefüllt ist. Eine Kerze erhellt den Raum. Jetzt ist guter Rat teuer. Weiter im Abschnitt 97. Was wollen Sie jetzt tun? Sie untersucht die Zellentür, Sie untersuchen die Wände Ihrer Zelle, Sie nehmen den dampfenden Becher genau in Augenschein oder die Aufmerksamkeit zu erregen, Sie warten erst einmal in Ruhe ab, was passiert, und spitzen dabei die Ohren. Allein kommen Sie hier wohl nicht weiter, Sie benötigen dringend Beistand. Sie unternehmen einen Ausbruchversuch. Die Kerze brennt derweil stetig weiter und Sie ahnen bereits, dass es irgendwann vollständig abgebrannt sein wird. Bitte erzählen Sie von jetzt an alle Abschnitte, die Sie aufschlagen, indem Sie Notizzettel im Anhang Striche machen. Nach dem 35. Strich verlassen Sie bitte den zu Ihrem Zeit offenen Abschnitt und lesen nun Abschnitt 5 weiter. Notieren Sie bitte diesen Abschnitt schon jetzt, damit Sie ihn nicht vergessen. Sobald Sie die Zelle erfolgreich hinter sich gelassen haben, müssen Sie keine weiteren Striche machen und können die bestehenden Markierungen entfernen oder ignorieren. Gut. Abschnitt 35 Striche, okay. Und wir haben 35 Striche, also Abschnitte, die wir lesen dürfen. Okay, ich weiß schon mal, was wir nicht machen. Wir werden nicht die Götter um Beistand bitten, denn ich glaube, mit denen haben wir sonst verscherzt. Ja, das würde ich auch behaupten. Also, alleine kommen Sie hier nicht weiter, Sie benötigen dringend Beistand. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Nein, wir haben doch gerade gesagt, dass Sie das nicht tun. Naja, aber ja, wir haben doch Beistand. Das ist das Schnabeltier. Das Schnabeltier, genau. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Häschen uns großartig helfen kann. Dann untersuchen wir den Becher. Da wird halt Stierlingszeugs drin sein, das uns tötet, aber... Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir ihn trinken. Hä? Und dann? Kriegen wir Superkräfte? Ich bin tot. I don't know. Ich habe nicht jemand, der alles durchdenkt. Nur. Ja, machen wir. Was ist das? 120, ne? 120. Der Pokal liegt schwer in der Hand. Besteht aus Silber und ist rundherum hübsch verziert. Das Trinkgefäß ist demjenigen aus ihrem Schlafgemach, aus dem sie heute Morgen noch leckeren Einhornsaft genossen haben, recht ähnlich. Offenbar gehen die hiesigen Graveure bei ihrer Kunst kaum Risiken ein und halten sich an möglichst altbewährtes und bekanntes. Darf sich die reine Verwertung eines antiken Stoffs überhaupt eigentlich noch Kunst nennen? Wo ist denn da die kreative Eigenleistung? Alte Geschichten neu aufzubereiten, das kann doch jeder! Sie verwerfen den Gedanken und konzentrieren sich stattdessen auf das Gebräu. Was wollen sie nun tun? Eine winzige Menge des Trankes kosten, den Trank auf den Boden der Kammer verschütten, den Trank in einem mutigen Zug leeren oder sich lieber anderen Dingen zuwenden? Frost, du machst die Striche? Ich habe den ersten, oder muss ich mir den zweiten... Das muss jetzt der erste sein. Okay, hätte ja sein können, dass wir schon einen zweiten machen müssen. Ich wäre dafür, dass wir uns anderen Dingen zuwenden. Also wir haben Mut 14. Ich würde ganz gerne mal auf den Mut würfeln. Dann tue dies. Was hast du vor mit... Also ich würde gerne mutig lehren. Ganz ehrlich? Ja, 17. Ja, wir sind nicht mutig. Wir sind nicht sehr mutig, gut. Also wir dürfen gar nicht. Ja, ich hätte ihn gerne gelehrt, aber wir dürfen wir nicht. Wir können einen winzig kleinen Schluck probieren. Sind wir dafür mutig genug? Dafür sind wir mutig genug, ja. Wir haben eine 17 gewürfelt. Aber vielleicht setzen wir ihn an, wollen ihn gerade runterkippen und überlegen, ist es doch noch anders, aber der erste Tropfen ist schon drin. Ja, wollen wir mal auf eine Fingerfertigkeit würfeln? Vielleicht verschütten wir ihn ja auch aus Versehen. Nein, ja, wir probieren jetzt eine winzige Menge, denke ich. Na, warte, wir wollen ihn probieren, aber wir müssen trotzdem auf Fingerfertigkeit würfeln. Ich prüfe gleich deine 20! Wir verschütten ihn. Ich prüfe gleich deine Fingerfertigkeit. Okay, wir verschütten ihn. Komm, bei der 20 ist er wirklich aus. Also wir wollten ihn wirklich mutig trinken, aber wir haben ihn weiter verschüttet. Weiter bei der 37. Scheiße. Tja,
Vielleicht war das besser. So, 37 ist der zweite Strich. Bevor noch irgendein Unglück geschieht, verschütten sie das tödliche Gift lieber auf dem Boden. E19, also in unserer Welt haben wir einfach Scheiße gebaut und ist deswegen... Achso, E19 müssen wir jetzt auch notieren, ne? Ja, E19, genau. Auf der einen Seite haben sie sich nun der Möglichkeit beraubt, wie ein Held in den Freitod zu gehen. Auf der anderen Seite hatten sie das sowieso nicht vor. Und sei es nur aus dem Grund, ihrem Peiniger nicht die Genugtuung zu geben. Sie hätten ihnen Folge geleistet. Außerdem sind sie nur noch stärker motiviert, ihre Rettung anderswo zu suchen. Den leeren Becher stecken sie sich sicherheitshalber ein, auch wenn er ein wenig klobig ist. Kannst du noch die D97 aufschreiben? Ja, sehr gut. Dann gehen wir wieder zu 97 zurück. 97, und das ist dann der dritte Strich. Das ist wieder die... Die Zelle, okay. Das war also nichts erfolgreich. Naja, wir haben einen Becher bekommen. Ich finde das gut. Ich bin dafür, wir klopfen die Wände ab. Ja, Zellentür abklopfen ist halt lame. Aber Wände können wir machen. 38? Ich wette, hier ist so ein Oblivion-Style-Geheimgang drin. Vielleicht müssen wir noch gegen Rattenmenschen kämpfen. Das ist der vierte Strich. Alle drei Wände, die die Zelle begrenzen, bestehen aus fest vermauerten Ziegelsteinen. Nach einer sorgfältigen Untersuchung sind sie der Meinung, dass es theoretisch möglich wäre, den schon etwas spröden Mörtel aus der Wand zu kratzen. Allerdings sieht das nach einer ziemlich aufwendigen Arbeit aus. Ein Blick auf die Kerze in ihrer Zelle sagt ihnen, dass sie mit ihrer Zeit unbedingt sparsam umgehen sollten. Wenn sie sich dennoch die Arbeit machen möchten, dann müssen sie sich die Wand für eine Wand unterscheiden. Sollte es die Wand rechts der Zellentür sein? Dort wirkt ein kleines Loch zwischen zwei Ziegeln so, als könnte man hier vielleicht die Halterung angebracht sein. Interessieren sich eher sie für die Rückwand der Zelle? Diese Wand ist nicht ganz so gerade gemauert wie die anderen beiden. Oder entscheiden sie sich lieber für die Wand links der Tür? Hier scheint es allemal eine Ausbesserung gegeben zu haben. Mein Mauerstein ist sichtbar heller als die anderen. Ich weiß nicht, ich meine, wenn wir links oder rechts uns aus der Zelle buddeln, dann sind wir halt einfach in der nächsten Zelle. Das erscheint mir nicht sonderlich hilfreich. Also vielleicht eher die Rückwand? Ja, also klingt logisch. Vielleicht sind die Türen aber auch nicht offen. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen nach hinten. Gehen wir nach hinten. Klingt 304. Clever. So eine hohe Zahl, das klingt, als ob wir jetzt gleich irgendwo reinfallen würden. So, warte, das ist der fünfte Strich von 35. 300 und da ist es 4. Sie untersuchen die Rückwand ihrer Zelle vorsichtig. Sie scheint fest vermauert und vielleicht älter zu sein als die anderen Wände der Zelle, soweit sie das abschätzen können. Vermutlich war diese Wand schon da, bevor man sich entschlossen hat, einen Raum davor zu errichten. Ein erster Versuch bestätigt ihnen, dass der Mörtel zwischen den Steinen selbst steinhart ist. Und sie dennoch versuchen, durch die Entfernung des Mörtels einen Stein zu lösen? Oder scheint es sich ihrer Meinung nach dabei um eine sinnlose Anstrengung zu handeln, weswegen sie besser einen anderen Ansatz zur Flucht wählen? Zurück zu 97. Ich meine, jetzt sind wir schon hier. Jetzt können wir auch wenigstens dran rumkratzen, oder? Wir haben den Becher, vielleicht hilft uns der. Ja, und wir haben auch den Schnabel. Oh ja, vielleicht Schnabel härter als Stein. Ey, komm, das ist eine Chimäre. Wir rammen einfach den Kopf von der Chimäre. Das arme Tier! Deswegen ist es hier. Das ist potzig. Das ist unser einziger Freund auf Erden. So, 271 oder was? 271, ja. Anderen Strich. Sie besitzen möglicherweise ein Hilfsmittel, D42, das geeignet wäre, einen festen Mörtel erfolgreich zu Leibe zu rücken. Nee. Ist das der Becher? Nee, D42 haben wir nicht. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Oder reichen Ihnen bereits Ihre Fingernägel? Abschnitt 317. Oh, was? Jetzt verlieren wir Lebenspunkte, wetten wir. Warte mal, das war jetzt der sechste Strich. Ja, wir haben das nicht, das heißt, wir müssen zu 317. 317, ja. Sie geben sich alle Mühe, müssen aber bald einsehen, dass sie in dieser Zellenwand vergeblich arbeiten. Das Mauerwerk ist so fest, dass ihnen auch natürliche Krallen nicht weiterhelfen, sollten sie zufällig welche besitzen. Natürlich. Sie sehen sich notgedrungen nach anderen Möglichkeiten, um ihrer Zelle zu entfliehen. Zurück zu 97. Was ist, wenn ich ein fetter Leonier bin? Ein riesiges Mordbrechervieh mit vier Fäusten? Ich glaube, das ist egal. Yep. Blätter, 97, hier. Kannst auch draufklicken. Okay. Unsere Kerze ist also etwa ein Drittel abgebrannt. Etwas weniger. Ja. Ich möchte nicht abwarten. Aber möchten wir Aufmerksamkeit erregen? Wir haben keine Werkzeuge und nichts, außer diesen dämlichen Becher. Ja. Wir könnten einen Ausbruchsversuch unternehmen. Ja, aber wie? Wie, immer das aussieht. Wie denn? Wir können, okay, wir könnten Aufmerksamkeit erregen und wenn jemand reinkommt, ziehen wir ihm den Becher über die Rübe. Ja, okay. Oder das, oder unser Chimäre. Wir rufen einfach um Hilfe. Machen wir mal 141. Ja, oder wir tun so, als wären wir tot und hauen dann den Typen um. Ja, genau. Als ob wir Bauchschmerzen hätten. Das klappt immer.
Ja. Das ist Aufmerksamkeit erregend, denke ich. Seite 60. 141 oder? 141 ist der Ausbruchsversuch. Ich weiß nicht, es erscheint mir. Müssen wir nicht erst Aufmerksamkeit erregen, um auf unsere Art und Weise ausbrechen zu können? Weil sie unternehmen einen Ausbruchsversuch, klingt eher so, als würden wir versuchen, die. Weil die Zelltür hat einen eigenen Eintrag. Ja, na gut, dann. Ich weiß nicht, wie dem Ball das wirft. Machen wir 60. Oder nee, so. Machen wir 60. Okay, machen wir 60. War diese Option Ihre erste Wahl, nachdem Sie in Gefangenschaft gerieten? Weiter bei Abschnitt 90. Oder haben Sie vorher noch andere Dinge aus der angebotenen Liste erledigt? Weiter bei Abschnitt 15. Wenn Sie bereits zumindest das zweite Mal hier sind, müssen Sie die zweite Option wählen. Ups. Okay. Wow. Was? Also. Wow. Das finde ich nicht. Der Ausbruchversuch bringt nur was, wenn wir Sachen davor machen. Okay. Dann sind wir jetzt bei Nummer 15 und das ist unser 10. Strich. Mhm. Sie versuchen durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen, doch offenbar will ihnen niemand zuhören. Oder, was noch schlimmer wäre und was sie auch vage befürchten, dort draußen vor der Tür ist weit und breit niemand, der sie hören könnte. Ihre eigene Stimme wird ihnen nach einiger Zeit unerträglich, ihr Atem geht schneller, als sie die Konsequenzen ziehen. Sie sitzen hier in der verdammten Todeszelle. Sie müssen unbedingt mit jemandem sprechen. Jeder, den sie irgendwie auf sich aufmerksam machen könnten, ist eine winzige Chance zu überleben. Was auch immer sie einer Person sagen können, die zu ihrer Zellentür kommt, es fällt ihnen bestimmt noch ein. Jeder Kontakt nach draußen ist besser als gar keiner. Währenddessen wandert ihr Blick zur Kerze. War die nicht eben noch ein kleines Stück größer? Ist der ganze Lärm am Ende nur Zeitverschwendung? Dann sollten sie lieber umgehend damit aufhören. Schreien können sie nicht mehr. Möchten sie vielleicht versuchen, auf eine andere Art und Weise Lärm zu machen? 97 oder 68. Aufhören, wir haben nichts. Wir haben nichts außer dem Becher. Den können wir jetzt gegen die Zellentüren rattern. Also wir haben noch, ne? Das wäre jetzt der 11. Strich. Deswegen, ich würde auch erstmal die 68 probieren. Ja, okay, wir haben noch. Ich bin dafür. Dann die 68. Dann gib uns was denn. Der Schemel scheint Ihnen dafür gut geeignet zu sein, ordentlicher Draht zu machen, wenn Sie damit kräftig gern die Tür schlagen. Auf diese Weise bleiben auch Ihre Stimmbänder einigermaßen geschont. Man stelle sich vor, jemand sucht Sie schließlich auf und gerade dann wären Sie zu heiser, um mit ihm eine missliche Lage überzeugend genug zu schildern. Hässliche Bilder von dummen Sklavenschindern und ungnädigen Kerkermeistern wehen Ihnen für einen Moment durch den Kopf. Nein, das würde Ihnen nicht passieren. Sie betrachten Ihr einziges kleines Möbelstück genauer und müssen zugeben, dass es etwas schäbig ist und einen Vergleich mit Ihrer Ausstattung Ihres ehemaligen Schlafgemachs im Palast durchaus scheuen müsste. Es besteht eigentlich nur aus krummen, zusammengenagelten Holzteilen. Auf der Unterseite sehen Sie einen Kopf mit eingeschlagenen schwarzen Eisennägeln herausragen, ein ziemliches Monstrum. Ein Wunder, dass die Spitze nicht durch die Sitzfläche ragt. Der Schemel wird für den Zweck genügen. Es ist und der Kopf eines Eisennagels. Es ist kein Kopf mit Eisennägeln drin. Das soll klar stehen. Jetzt haben wir 28, 12. Strich. Und wir kriegen jetzt, glaube ich, einen Eisennagel oder sowas. Nee. Nicht? Erzähl mal weiter. Bestimmt nicht. Sie spucken in die Hände und schlagen mit dem Schemel an die Zellentür, dass es nur so wummert. Sie probieren verschiedene Haltungen und Stoßfrequenzen aus, bis sie das Gefühl haben, dass sich ihre Schläge wirklich laut und sich die Erschütterung wenigstens ein kleines bisschen durch das Mauerwerk fortpflanzen. Bitte legen Sie eine um 3 Punkte erschwerte Probe auf Ihre Körperkraft ab. Gelungen? Fragezeichen. Was haben wir für eine KK? 13? Ich müsste jetzt blättern. Würfel erstmal, vielleicht ist es so schlecht, dass wir gar nicht 15, nachschauen. 15, ja, da müssen wir nicht nachschauen. Keinen Fall geschafft. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig, solange sie nur recht fleißig klopfen. Weiter im Abschnitt 54. Andererseits muss man bei aller Freude an der schönen Beschäftigung auch sagen, dass sie insgesamt doch relativ zeitaufwendig ist. Möglicherweise plagte die dunkle Ahnung, dass unnütz verschwendete Zeit an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort eine ziemlich brisante Sache ist. In diesem Fall können sie sich auch für eine andere Beschäftigung entscheiden. Zurück zu 97. Wir haben es ja geschafft, also dürfen wir zu Abschnitt 110. Hä? Nee, wir haben es nicht geschafft. Achso, wir haben es nicht. Oh. Nein. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt noch weiter klopfen. Klar, wir haben noch Zeit. Nicht mehr so viel. Lass dir doch nicht so Panik machen. 35 Striche, wir haben jetzt 12. Ja, das ist ein Drittel. Mein Junge. Ja? Hm. Haben wir noch 2 Drittel übrig? Bis jetzt haben wir nur Scheiße gemacht. Ja? Komm, nee, ganz im Ernst. Geh mal zurück zu Simon. Der bricht gleich einen Nagel ab und dann können wir den Nagel dem Hasentier ins Gehirn stechen. Was? Und warum sollte denn der Hass tun? Gegen ihn sich hier mit? Zurück zu 97. Jetzt bitte 97. Ja. Wow. Okay. Ich bin der Meinung, wir unternehmen einen Ausbruchsversuch. Ich hasse diese Stimme in meinem Kopf. Warte mal, das ist jetzt der 13. Strich. Ja, die 13, da kommen die Stimmen im Kopf, gell? Wir unternehmen einen Ausbruchsversuch. 141. 141, das holdet ihr eben auch nicht. Klar. Ja, schon.
Der Boden Ihrer Zelle besteht aus eng verfugten steinernen Fliesen. Möchten Sie den Fußboden genauer untersuchen? Von drei Seiten wird Ihre Zelle von geziegelten Mauern begrenzt. Vielleicht wollen Sie die Ziegelsteine auf Schwachstellen überprüfen. Haben wir schon. Ja, stimmt. Die Decke Ihrer Zelle befindet sich etwa zwei Schritte über Ihrem Kopf, sodass sie selbst dann nicht erreichbar ist, wenn Sie auf Ihrem Schemel stehen. Wenn Sie natürlich artistisch begabt sind, dann könnten Sie dann noch versuchen, sich an den Wänden Ihrer Zellendecke emporzudrücken. Was auch immer Sie dort oben wollen. Während Sie über Ihr eigenes Vorgehen nachdenken, rollt eine Wachstropfen von Ihrer Kerze hinab. Sie sollten sich in jedem Fall beeilen oder einen anderen Ansatz wählen. Boden? Boden? Ich finde, an die Decke kommen wir nicht und an den Wänden waren wir schon. In jedem guten Abenteuerfilm klettert man im Fahrstuhl nach oben. Aber wir können nicht nach oben, wir sind nicht artistisch begabt. Woher weißt du das? Weil ich unseren Akrobatikwert kenne. Er ist, ach ja, nicht aktiviert. Aber wir sind gut aussehend. Wir haben allerdings Athletik 6. Andererseits ist das nicht hochgestimmt. Also ich bin dafür. Was haben wir denn in Gewandtheit? Decke, Mann. In Gewandtheit haben wir 12. Na, das ist zu niedrig. Lass uns den Boden anschauen. Ich habe natürlich meine Seite verloren. Sekunde, 1 für 1. Wo müssen wir jetzt hin? Die 71. Der Boden ist die 71. 71. Der Boden Ihrer Zelle ist mit Steinplatten ausgelegt. Sie vermuten jedenfalls, dass es Steinplatten sind. Es könnte auch wuchtige Steinquader sein. Das können Sie aus Ihrem Blickwinkel schlecht abschätzen. Der Mörtel zwischen den einzelnen Steinen scheint etwas spröde zu sein. Ihn mit den Fingern zu entfernen ist für Ihr Gefühl zwar machbar, aber auch eine Heidenarbeit. Weiter bei 168. Wenn Sie lieber die Finger davon lassen, können Sie auch andere Stellen der Zelle genau in Augenschein nehmen. Oder einen neuen Plan ins Auge fassen. Möglicherweise besitzen Sie etwas, was Ihren die Arbeit spürbar erleichtert. Natürlich haben wir das nicht. Was ist denn diese verdammte Nagel? Das ist der Nagel von dem Holzding. Von dem Schemel. Ihr seid solche Anfängerhelden. Wir sind alle Anfängerhelden, wir sind derselbe Held. Der Nagel wurde beschrieben, dass der da rausragt. Damit kann man Lack kratzen. Tja. Was machen wir? Lack kratzen, Lack trinken, wir spulen das mit den Fingern weg. Uns gehen langsam die Optionen aus. Wir haben nur noch ein Drittel. Ich habe nie gesagt, ich wäre konsistent. Was ist denn das? 168. Die Arbeit ist sehr langwierig. Sie kommen nur sehr langsam voran. Lassen Sie sich davon nicht beirren? Weiter in Abschnitt 194. Oder ist Ihnen das Risiko eines Fehlschlags zu hoch? Zurück zu Abschnitt 141. Die Kerze brennt derweil weiter. Tick-tack. Nein, 194. Wir haben den Mist jetzt angefangen. Na, wenn wir jetzt zu 141 zurückgehen, kriegen wir noch einen Strich und dann kriegen wir noch einen Strich, weil wir von da aus erst zu 97 zurück müssen. Was ist das, 191? 194. 194, ach da, okay. Bald haben Sie mit den Fingernägeln einen guten Fingerbreitenmörtel entfernt und noch immer erreichen Sie den unteren Rand der Steinfliese nicht. Es sieht nicht gut aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen wuchtigen Steinblock, den Sie nie und nimmer ganz ausgraben können oder bei jedem weitere Mühe vergeben wäre. Machen Sie trotzdem noch ein kleines bisschen weiter? Weiter bei Abschnitt 209. Oder ist Ihnen das im Licht der hinschmelzenden Kerze zu zeitaufwendig? Komm, Sunkost, wir machen weiter. 209. Sie kratzen den Mörtel tief genug aus den Zwischenräumen, um eindeutig feststellen zu können, dass es sich bei den steinernen Elementen des Zellenbodens eindeutig nicht um Fliesen handelt, sondern um massive Steinblöcke, die noch sehr viel weiter in die Tiefe reichen. Damit ist jede weitere Mühe vergebens. Ihnen läuft es kalt über den Rücken, wenn Sie daran denken, wie viel Zeit Sie hier verschwendet haben. Ja, okay. Der Abenteuerautor hasst uns. 1-4-1. Ja, komm, dann versuchen wir jetzt noch die Decke, oder? Ja. Warte, wir sind jetzt 1-4-1 und jetzt zur Decke, okay. Jetzt wenn wir sowieso schon hier sind, weil zu 97 erst zurückzugehen, kostet uns sowieso einen Strich. Wo müssen wir jetzt hin? 100, ne? Die 100, exakt. Das ist jetzt Strich Nummer 20 von 35. Yay. Nun gut, es ist zwar schwierig, aber wohl kein Ding der Unmöglichkeit. Der Anfang ist nicht schwer, aber weiter oben verjüngt sich die Zelle leicht, dann sollte es besser klappen. Ach, der Anfang ist nicht einfach, sorry. Bitte legen Sie an einem 4-Punkte erschwerte Kletternprobe. Nicht geschafft. Echt? Nicht geschafft? 17, 15, 20. Ah ja, das ist auf keinen Fall geschafft. Wird Schicksalspunkt? Bei einem Misserfolg haben Sie Schwierigkeiten beim Klettern. Warte, nach Schritt 136. So, 136. Nächster Strich. 136. Sie rutschen ab und kommen etwas zu fest auf den Boden auf. Minus 1 LEP. Wollen Sie Ihr Glück noch einmal versuchen? Wie hoch ist der Kletternwert? Ach, wir würfeln das jetzt nochmal. So, warte, wir gehen jetzt wieder zu Klettern 100. Klettern haben wir 6 Punkte. Ja. Wir gehen zu 100. So, das ist dann der Strich
22. Dann würfel mal. Kannst du doch machen. Ach du halt, du hast es ja eh schon gemacht. Wenn es nicht klappt, bist du nämlich schuld, weil du schlecht gewürfelt hast. 17, 4, 14. Das könnte reichen. Das könnte gerade so mit plus minus null reichen. Welche Attribute sind das hier? Klettern, Mut, Gewandtheit, KK. Mut haben wir 14, das heißt auf jeden Fall 3. Gewandtheit haben wir 12. Wie viel haben wir da gewürfelt? 4. 4. Gegen KK haben wir 13. Wie viel haben wir da? 14, einer übrig. Also dann haben wir einen TF für Sternhöhe. Nice. Das ist aber erschwert um 4, ne? Warte. Hier, 100. 4 Punkte erschwerte Klettern. Ja, aber wir sind ja schon mal. Wir sind ja also nicht geschafft. Nicht geschafft. 23. Wollen wir es nochmal machen? Komm, ich gebe uns 2 Striche und wir würfeln nochmal. Ja, würfeln nochmal. Und einen Lebenspunkt weniger. Ja. Dann, ja, genau. Okay, einmal versuchen wir es noch. Nee, okay. 18, 20, 2. Und das ist nochmal ein Strich und wir gehen weiter zur 136. 136. Dann haben wir jetzt 3 Lebenspunkte verloren, minus 3 LEP aktuell. Und ja, wollen wir nochmal machen oder 141? Also wir haben jetzt. Warte, stopp. Wir sind jetzt bei Strich 25. Wir kommen jetzt sowieso nicht raus, wir müssen das jetzt machen. Wir kommen jetzt sowieso wir müssen, nicht. Wir müssen jetzt so lange würfeln, bis wir es schaffen. Warum hast du denn den Becher verkippt? Das war eine Mutprobe. Ich probe euch deinen Mut. So. Okay, klar, einmal noch. Letzte Versuch war das Top. Kommt schon. 3W20. Das reicht nicht. Da fehlen uns 7 Punkte, ja. Das ist so unerschwert, das schon nicht so, geschafft. Warte mal, das sind nochmal 2 Striche. Ja. 141. Wieder. Oh, Anfängerhelden. Wollen wir die Tür vielleicht doch untersuchen? Wir haben die Tür auch schon untersucht. Ne, die Tür nicht. Wir haben die Wände untersucht. Wo sind wir jetzt auf Seite? Wir haben die Tür noch gar nicht untersucht. Wo sind wir jetzt Seite? 97? 141 und dann geht's auf die 97 zurück, also noch ein Strich. Okay, gehen wir auf die 97 zurück, untersuchen wir die Tür. Dann 66, dann noch ein Strich. 66, okay, dann haben wir noch 5 Striche. Wir untersuchen die Tür zu ihrer Zelle, genau. Es handelt sich dabei um eine schwere Eisentür. Die Scharniere befinden sich auf der Außenseite und sind somit unerreichbar. Ein schmales Sichtfenster ist etwa in Kopfhöhe in die Tür eingelassen. Leider ist es von der Außenseite mit einer Klappe verschlossen, sodass sie keinen Blick nach draußen werfen können. Sie versuchen eine Zeit lang den Verschluss zu öffnen, doch er scheint eingerastet zu sein. Und sie geben ihre Versuche nach einiger Zeit auf. Weiter zu Abschnitt 141. Möchten Sie die Festigkeit der Tür prüfen? Notfalls mit Gewalt. Nein! Okay, noch eine Aktion verschwendet. Sehr gut, wieder 141. Warum 141? Ich weiß es nicht, aber das ist dann halt wieder das ganze Ding untersuchen. Ja. Aus irgendeinem Grund. Wo wir sind wir jetzt gerade? Moment, welche Nummer? 141. Sind wir bei 141? Ja. Komm, wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal klettern. Gut, klettern wir nochmal. Also noch, wir gehen die Ideen aus. Okay, ich gebe uns nochmal einen Strich und jetzt klettern wir nochmal. Rumsitzen und warten werden wir wohl auch nicht. Ah. Oh. Doppel eins. Okay. Easy Bros. Okay. Verstehen Sie diese, dann gelingt es Ihnen, etwas in Höhe zu gewinnen. Weiter bei Abschnitt 10. Und bei Abschnitt 10, habe ich gerade schon gesehen, müssen wir eine weitere Kletterprobe ablegen. Ich glaube, die Doppel 1 fängt das ich auf. Ich wollte sagen, ich glaube, wir haben die geschafft. Nee, also Doppel 1 ist das. Nennt uns gerne Schummler, euren Hate gerne in die Kommentare, aber nee. Ja, mit kleinen Schrittchen drücken Sie sich nach oben. Ja, ist ja tatsächlich etwas einfacher. Legen Sie eine weitere Kletterprobe ab, okay. Verstehen Sie diese, so gelangen Sie näher an die Zellendecke. Weiter bei Abschnitt 1, 5, 6. Da sind wir jetzt. 5, wir haben noch 1, 2, 2 Striche haben wir noch. Oh, es wird knapp. Das wird richtig knapp. Sie befinden, 156, ne? Ja. Sie befinden sich in 3, vielleicht 4 Schritt Höhe und können kaum etwas sehen. Da ihre Zellenbeleuchtung erstens ziemlich sparsam ist und zweitens auch noch recht durch einen eigenen Schatten ihrer Sicht eingeschränkt wird. Sie ertasten einen kleinen Haken, an dem wohl jemand eine Lampe befestigt war. Er steckt zu fest in der Decke, als dass sie ihn einfach so herausziehen können. Sie müssen sich, und das ist vielleicht nicht ganz so ungefährlich, mit dem ganzen Körpergewicht daran hängen, um ihn aus der Verankerung zu reißen. Und sie können natürlich auch darauf verzichten, nur bis zum Ziel. Okay, dann können wir wieder zurückkehren ohne Blessuren, aber. Ja, aber nein. 44, letzte, komm. So, warte mal. Das ist jetzt die letzte Probe. 44. Gott, wahrscheinlich haben wir jetzt eine Aktion. Aber es passiert irgendwas. Lies mal vor. Ja. Da. Mit einem Knall löst sich der Haken aus der Decke. Sie sind zu sehr auf eine ordentliche Landung konzentriert, um verhindern zu können, dass ihnen einige der steinernen Brocken, die sich bei der Aktion aus der Decke lösen und herabregnen, ein paar hässliche Kratzer zufügen.
plus einen Lebenspunkt. Der kleine Lampenhaken ist aus rußgeschwärztem Metall. Sollten Sie noch kein vergleichbares Objekt besitzen, D42, so sollten Sie ihn besser einstecken, denn vielleicht ist auch noch zu etwas zu gebrauchen. Wow. D42. Danke, danke, Abenteuer, danke. Es war so intuitiv, dass ich meine Werkzeuge aus der Decke hole, mache ich auch immer. Ich gehe ins Bauhaus und sage, Jungs, holt mir eine Leiter. Sie sind erstaunt, dass zusätzlich zum Schutt auch noch einige Seiten Papier von der Decke herabregnen. Offenbar sind diese dort von einem Gefangenen verborgen worden, kaum sichtbar eingeklemmt zwischen einigen Steinen. Es muss sich dabei wohl um Überreste aus einer Zeit handeln, als die hiesigen Wärter offenbar noch irgendein Interesse an ihren Insassen hatten, wie sie in Gedanken etwas verschnupft. Der letzte Strich der Kerze und er fängt an zu lesen. Freunde, was ist hier los? Feuchtigkeit hat den vergilbten Seiten arg zugesetzt. Im Schein ihrer Kerze entziffern sie die letzten lesbaren Stellen. Alle Erzählungen auf die Grube weisen auf ihn, und hierhin, kommt einem Todesurteil gleich, undurchdringliche Schuppenpanzer, reißende Zähne, Kräfte, Muskelwülste, wer hat so viel Zeit, das hinzuschreiben? Kann nach langer Überlegung und gründlicher Abwägung summa summarum unmöglich im Kampf überwunden werden. Wohl nur durch Magie oder starkes Gift. Ups. Hier hat sich ein Drucks auf die Stunde seines Todes vorbereitet, so scheint es. Sie hätten sich allerdings mehr über einen klaren Hinweis auf einen Fluchtweg gefreut. Zurück zu Abschnitt 97. So, 97, wir müssen zu Abschnitt 5 springen, weil unsere Kerze ausgegangen ist. Hier, Witze 5. Okay, lass mal sehen. Hier. Der Gedanke daran, dass dies unweigerlich passieren würde, hat in ihrem Unterbewusstsein beständig genagt, obwohl sie es mit aller Macht zu verdrängen versucht hatten. Nun ist es soweit. Die Flamme der Kerze zischt und lodert noch ein letztes Mal hell auf, bevor sie erlischt. Zurück bleibt Dunkelheit. Mit den Fingerspitzen fahren sie jede Vertiefung in der gemauerten Zellenwand ein ums andere Mal ab. Niemand kommt, um sie aus der Schwärze ihrer Kammer zu befreien. Sehr viel später, als sie jedes Zeitgefühl ohnehin schon verloren haben, müssen sie eine Entscheidung fällen. Wenn sie den Giftbecher, der nach wie vor mitten im Raum steht, in einem Zug leeren, können wir nicht. Oder wollen sie ihn auf dem Boden verschütten, wo wir sind? Ja, haben wir schon. Wenn sie den Becher schon vor einiger Zeit verschüttet haben, müssen die letzte genannte Option wählen, ja. Also 93. Man sagt, zu verdursten sei vergleichbar mit dem Ersticken, nur wäre es unendlich viel qualvoller. Sie haben sich immer gefragt, wie dies wohl möglich sei. Der Tod durch Ersticken schien ihnen bereits so ziemlich das Schrecklichste zu sein, was einem zwischen Erdboden und dem Firmament zustoßen kann. Es dauert nicht lange, dann bestätigen sich die dunklen Vorahnungen. Die Todesqualen eines Verdursteten dauern ein Fach erheblich länger. Das Wort verenden trifft ein weiteres Schicksal ziemlich gut. Besonders bitter, dass der Wahnsinn ihren Geist schließlich überwältigt und sie unter anderem dazu zwingt, die Fugen der Zellenboden auszulecken, in der verzweifelten Hoffnung, doch noch winzige Reste des verschütteten Gifttranks aufzunehmen. Am Ende hilft alles nichts. Sie sterben einen grausamen Tod, den man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Und auf diese Weise finden sie ihr Ende. Waren ihre Anstrengungen die Mühen wert? Waren sie wenigstens zum Teil vom Erfolg gekrönt? Das können letztlich nur sie selbst entscheiden. Ob jemand zum Helden geboren ist, ist nicht nur im Vorfeld schwer abzuschätzen. Auch im Rückblick kann der Lauf eines Lebens sehr unterschiedlich interpretiert werden. Ob Prophezeiungen der Wahrheit entsprechen oder ob es sich dabei um Scharlatanie handelt, wer kann das schon ermessen? Die Pläne der Götter sind unergründlich und alle Geschöpfe sind kaum mehr als Spielsteine in ihrer Hand. Trösten Sie sich damit, dass die Welt voller Gräber ist. Gräber von Helden, von deren Heldentaten keiner jemals erfahren hat. Mit anderen Worten, sie sind sozusagen in der allerbesten Gesellschaft. Und eines kann ihnen niemand nehmen. Für eine kurze Zeit lang lebten sie als designierter Herrscher in einem echten Palast. Wer kann das schon von sich behaupten? Das ist besser als nichts. Genügt ihnen das? In diesem Fall endet das Abenteuer an dieser Stelle. Myrano ist ein gewaltiger Kontinent. Zahlreiche Angehörige aller Völker suchen auf ihm jeden Tag aufs Neue ihr Glück. Möge eines Tages ein anderer an ihre Stelle treten und sein Schicksal mit mehr Erfolg ergründen. Oder genügt es ihnen etwa nicht? Abschnitt 113. Uns genügt das nicht. Das reicht uns noch nicht. Das reicht uns nicht. Während ihr, liest du darum. Während ihr selbst ihre sterblichen Überreste verlässt und sich auf den ungewissen Weg ins Jenseits macht, verfestigt sich ein interessanter Gedanke in ihnen. In Myrano gibt es vielerlei Städte. Valoria, Rosina, Phasmagirata und wie sie nicht alle heißen. Wenn man es in der Welt soll sie vital auseinanderhalten können, da kommt man schnell einmal durcheinander. Hand aufs Herz. Können Sie mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass Sie sich die ganze Zeit lang nicht vielleicht versehentlich verlesen haben? In diesem Fall hätten Sie alles...
hätten sie alles bisher gesehene Geschehene ja quasi völlig in der falschen Stadt erlebt. Und man müsste schon der Ordnung halber feststellen, dass das Abenteuer unter diesen Umständen sozusagen komplett ungültig wäre. Von vorne bis hinten, restlos. Und dass ihr tödliches Missgeschick angeht, das ist dementsprechend natürlich ebenfalls nie geschehen. Ja, derlei Fehler passieren, sogar den besten. In diesem Falle sollten sie das Abenteuer freilich erneut angehen. Dann aber natürlich an der richtigen Stadt. Dazu möchten wir sie streng ermahnen. Sie nennt sich Forcadontis. Forcadontis. Zögern Sie nicht. Die Millionen sehnt sich immer noch nach einem Helden. Wir drücken Ihnen die Daumen. Zurück zur Einleitung. Ja, okay. Herrlich. Bruch mit der vierten Wand. So erzählt man ein Solo-Abenteuer, Freunde. Siehst du, jetzt hatten wir den Haken. Jetzt können wir die vierte Wand noch einreißen. Das ist halt wirklich eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, du hast verkackt. Aber hier mach weiter. Also das ganz im Ernst, das Abenteuer ist von 2015. Urwerk Verlag erschienen. Myrano Abenteuer. Es nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Und ich bin der Meinung, das ist ein gutes Abenteuer. Ich glaube, wir fangen einfach von vorne wieder an. Im Sinne von, wir machen alles gleich bis zur 97. Ehrlich? Bis wir in der Zelle hocken? Ja, bis wir in der Zelle hocken. Nee, wir hören jetzt auf an dieser Stelle und ich würde einfach mal fragen, ob wir nochmal... Willst du jetzt ernsthaft aufhören? Klar, wir hören jetzt auf und wir fragen einfach, ob wir das Ganze nochmal spielen sollen, weil ganz im Ernst, mir hat das Spaß gemacht. Und wenn ihr tatsächlich wissen wollt, was mit uns passiert, dann spielen wir es einfach noch eine Runde. Dann schaltet nach der richtigen Stadt. Dann schaltet nach der Werbung wieder ein. Und dann wissen wir auch, was mit D42 passiert, also wo wir das herkriegen und so. Ah, aber der Eintrag hat suggeriert, dass es nicht die einzige Stelle ist, an der du die D42 finden kannst. Ja. Ich habe euch von vornherein gesagt, wir sollen an die Decke klettern. Ja. Ja, was haltet ihr von dem Abenteuer? Also sowohl Myranor als auch der Held, als auch das Setting. Wie fandet ihr es? Ich finde die Zelle ein bisschen bullshittig. Ja. Ein bisschen lang. Ist sie? Ja. Also man hätte sicherlich irgendwie die I don't know. Also ich weiß halt noch nicht, wie man da rauskommt. Vermutlich durch die Wände. Also das Abenteuer ist für Helden, die man sich selber baut, ungeeignet. Weil dann hast du einfach einen zu großen Bruch drin irgendwann. Es ist halt schon echt viel, es ist noch echt viel, was man hier erleben kann. Ne? Also ich meine, die ganzen Kämpfe, die man hier noch so zwischendurch gesehen hat. Ich meine, aber sollte ein Solo-Abenteuer nicht eher ungeeignet für eingebaute Helden sein? Also ich finde das eine Abart, dass man das überhaupt irgendwie versucht so anzulegen. Unterschiedliche Philosophien, würde ich sagen, an der Stelle. Die einen sind so, die anderen meine so. Meine ist objektiv richtig. Nein. Danke, dass Sie zu meinem TED-Talk erschienen sind. Ja, aber mir gefällt es gut. Es ist, wir haben jetzt nur eine Zelle gesehen. Aber das Abenteuer hat Witz. Es macht allein dieses, wir sind jetzt nicht mehr in Demelias, sondern in Forcadontis, ist schon sehr witzig. Vor allem, also ich hatte jetzt auch echt viel Spaß, das Solo-Abenteuer gemeinsam mit euch zu erleben, dass wir uns jetzt so mit dem Vorlesen abgewechselt haben, dass wir unsere Ideen in so einem paranoiden Kopf dann gemeinsam äußern konnten. Also ich fand das mega cool, so gemeinsam mit euch. Mhm. Alleine hätte ich mich ja, glaube ich, nicht motivieren können. Ja, vermutlich. Was würdet ihr unseren Zuhörern sagen? Ist es eine Kaufempfehlung? Ich meine, bis jetzt haben sie nur die Einleitung quasi erfahren. Sie waren nur im Keller eingestellt. Was kostet das denn? Oh, ich würde sagen, so wenig wie ich gesehen habe, möchte ich einen Preispunkt wissen. Was kostet das? Es kostet 15 Euro als Hardcover beim Urwerk Verlag. Das kostet auch nichts. Komm, für 15 Euro. 100 Seiten? Das ist auch nichts. Also ich hab mehr Geld für größeren Scheiß ausgegeben. Es hat früher mal 25 Euro gekostet, aber die meisten Myrano Produkte sind mittlerweile reduziert beim Urwerk Verlag und ich schaue da gerne mal drauf und kaufe dann irgendwelchen Kram. Ja. Unter anderem dieses Abenteuer. Ja, weil du nicht auf die erste Seite geguckt hast. Ja, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt im Nachhinein, oder? Macht also für 25 wäre ich skeptisch und würde es erst durchspielen wollen. Aber für 15, komm Leute. Genau, also ich wollte gerade sagen, für 15 kann man das echt mitnehmen. Außerdem hat Uwek euer Geld mehr verdient als Ulysses. Gerade in der aktuellen Krise, wo man dann sowieso nicht am Tisch spielen sollte. Oh. Du und ehrlich, mir ist Samstag erst jemand aus meiner Runde ausgestiegen, weil sich seine Tischrunde jetzt wieder trifft. Aha. Ja. Ja, gut. Also auf jeden Fall kann man es empfehlen und ja. Ja, schreibt uns einen Kommentar, wie hat euch das Ganze gefallen? Wollt ihr mehr dazu sehen? Wollt ihr andere Solo-Abenteuer sehen? Wollt ihr das gleiche sehen? Mehr zu Myranor? Schreibt uns einfach Dinge rein und wir reagieren dann drauf. Genau. Dann
hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Tschüss ihr beiden, bis zum nächsten Mal und wir sind mit euch. Wir sind mit euch, ciao. Tschüss.